Papa. Wegen dieser Arena. Ach so, warte, das war Wasserboden, richtig? Kann das sein? Aber ich habe doch dafür schon vorgesorgt, denke ich. Oder war das hier überhaupt schon Boden? Ich muss mal ganz kurz schauen. Er hat zwei Emolga, einen Zephyr und noch ein anderes Pokémon. So, das ist ein robustes Wesen. Das ist Bodenunlicht, na dann ist es doch perfekt. Mit Boden können wir zwar auch nicht die Flug-Pokémon, also wie Emolga, angreifen, aber die Elektroattacken, die haben uns auch ganz schön viel zuzusetzen. Not. So. Also, das ist die Arena. Sehr schön. Der Abfalleimer ist leer. Die produzieren hier keinen Müll. So, Camilla. Achso, das hatte ich ja schon vorgelesen. Ich vergaß. Hi. Wie du sehen kannst, ist die... Jaja. Tafelwasser. Ja gut. Können wir auch mal gebrauchen. Zunächst einmal steckst du in den Wagen ein. Und auf den Gerüsten und so weiter. Ja, das ist schön. Achterbahn fahren, lol. Wo will ich denn jetzt mal hinfahren? Hier. Steigen wir doch mal hier ein. So, schaffst du easy. Ja, sollte ich annehmen. Okay. So wie du angezogen bist, sieht man dir sofort an, dass du aus Avenizia kommst. Okay. Sieht man auch an meinem Kleidungsstil, aus welcher Stadt ich komme? Ich meine, in Pokémon sieht man den Leuten das ja anscheinend an. Aber ich muss sagen, hier haben sie dich richtig schön dargestellt, weil die hat ja so einen gelben... Ach nee, die hat diese Hotpants an. Ja, Bedroher. Stimmt, der wirkt ja auch noch irgendwie. Warte mal, ich bin Boden. Ich kann hier anwenden... verschiedene Attacken. Ich weiß gar nicht, was Gewissheit nochmal machte. Wow, das hat ja ganz schön viel abgezogen. Ich bin begeistert. Volltreffer. Okay, das war noch nicht so das Gelbe vom Ei. Achso, du setzt auf mich Verfolgung ein. Merke die sinnvolle Sinnhaftigkeit. Ja, das ist die Anfangsstadt. So, und nochmal. Och nee, jetzt kommen sie ja mit Doppelteam. Ich glaube, ich muss gleich erstmal wieder was mir zu trinken holen, weil meine Wasserflasche leer ist. Statik. Ach so. Eine Statik kann auch Boden-Pokémon paralysieren. Ergibt Sinn. Ergibt völlig Sinn. Da, Master Joe, hast trotzdem erstmal ein bisschen was erreicht. Nö, ich will trotzdem nicht wechseln. Aber ich bin mal ganz kurz AFK, nur um hier Nachschub zu holen. So, da bin ich schon wieder. Also. Emolga hast du in Sonne als 6 TV Shiny. Okay. Ich weiß alle, was der neue Bock der Wurzelhelm, Zweiblattdorf und dann bin ich raus. Ach stimmt, Neuborgia hieß die. Ich will trotzdem erstmal weiterkämpfen. Ich meine, immerhin kann ich nicht mehr paralysiert werden. Das ist schon mal das Gute. So. Und ihre Verfolgung. Das ergibt irgendwie keinen Sinn. Okay. Ja, der alte Encounter, der noch so oft paralysieren ließ. Es wird Zeit, dass sich das Pokémon weiterentwickelt. Irgendwie habe ich das Gefühl, das zieht alles nicht viel ab. Müsst ihr noch mal gucken, wie das mit dem Wesen aussieht. Ja, jetzt kommt noch der Doppelteam. Ach, zum Glück spielen wir ja nicht nach Smoggon-Regeln. Ah, zum Glück bin ich paralysiert. Ich bin begeistert.
Wenn man jetzt nur die Attacken aus dem Kopf wüsste, die die Pokémon wieder haben, aber nun. Oh, das war ein Crit. Das war schon mal nicht schlecht. Sehr schön. So, nochmal Gewissheit, bitte. Vielleicht trifft das ja Pokémon und danach Rabigata, wenn ich... Ja, ja, das stimmt. Aber ich brauche halt nur... Oh, Gewissheit scheint irgendwie immer zu treffen, oder? Cool. Er weckt zumindest gerade so den Eindruck. Ja, welchen Level war das? Angriff plus 2, das ist schon mal schön. Und eine gute Initiative. Na, ich dachte eigentlich in Sachen Mode könnt ihr keiner was vormachen. Nun, vielleicht ja doch, man weiß es nicht. So, jetzt trete ich einmal hier auf diesen Schalter. Ich habe die Weiche umgestellt. Ach so, der Achterbahnwagen fährt jetzt eine andere Route. Ach so, ging das. Ah, ja. Wenn ich jetzt aber nochmal ganz kurz zurück will, um das Pokémon zum Beispiel zu heilen, dann ist das hier ein bisschen besser geeignet. So, wie war das jetzt? Ich muss ja nicht immer laufen. Ach ja, so ging das. Sehr schön. Fahren wir nochmal ganz schnell zurück, lassen das Pokémon heilen und dann schauen wir mal weiter. So viele Trainer sollten es ja eigentlich nicht sein. Immer diese alten Generationen, wenn du einmal drückst, dass du irgendwie manchmal zwei Felder läufst oder fährst. So, einmal bitte wieder fit machen. Wenn wir schon mal ein Pokémon Center hier haben, dann können wir ja auch mit den Heil-Items ein bisschen geizen. Oder mit den Medizin-Items, so klingt es ein bisschen besser. So, schön, du hast die Pokébälle wieder eingepackt. So. Also zweimal Y drücken, dann passt das auch, sehr schön. Hat eigentlich von euch jemand schon eine Switch? Also ich hätte gern eine, aber... Also diese Generation fandst du schlimm. Ah, okay. So, einmal bitte aussteigen. Jetzt will ich die Weichen umstellen, danke. Ja, wie gesagt... Ist finanziell gerade nicht drin, aber sobald ich irgendwie meine Switch habe und Zelda auf 29, danach 40. Ah, okay. Dankeschön. Warte mal, wir haben jetzt... Eggy! Eggy, ich grüße dich! Ich sehe gerade hier in der Zuschauerliste, der Eggy ist da. Ja, sei mir gegrüßt und meine Eltern sind stinkreich. Ich würde jetzt nur ungern mit dir tauschen. Ach, schön. Bei 29 und 40. Yay! Und ich habe endlich einen Uptime-Befehl. Das ist schön. Der funktioniert. Nur irgendwie der Follow-Itch. Switch ist bei mir nicht drin. Ja, ich sehe ihn gerade in der Zuschauerliste. Eggy ist da. So. Ich merke gerade, wir haben irgendwie nur Sandgrab als Bodenattacke. Ist ein bisschen mau. Ich muss nur mal ganz kurz gucken, was war denn unser liebes Justreni, was war denn das nochmal von Typ? Das war ganz normal Boden. Okay, dann könnten wir das vielleicht auch noch einwechseln. Hätte auch was für sich. Aber Meister Cho braucht ja auch ein bisschen Training. Wir machen das einfach mal so. Eggy, hype! Genauso ist es. Ist eigentlich lustig, dass ich gerade die Switch in Zelda Breath of the Wild erwähnt habe und dann, ja, sieht trotzdem 13 KP ab, okay. So, Eggy, dann fängst du an zu streamen. Möcke hat ja auch schon mal gestreamt. Ich denke mal, wenn, dann würden Eggy und Miss Möcke zusammen streamen. Und dann halt schön Breath of the Wild, oh. Also wie gesagt, wenn du wieder in Halle bist, ich komme vorbei. Ich komme nicht allein, denn ich habe Lust und so, das zu spielen. Ach so, Sandgrab, das war so eine komische Attacke. Irgendwie ziehen die trotzdem ganz schön viele KP ab, habe ich das Gefühl. Aber ist ja auch nicht weiter schlimm. Ah ja, die fünfte Generation. Zumindest läuft die schneller ab, aber deutlich schneller als die vierte Gen. Aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass ich jetzt einfach mal nach Lust und Laune im Wechsel irgendwie die
Spiele streame. Oder vielleicht habe ich dann noch mal Bock, richtig durchzuziehen. Aber ich will erst mal eine Attacke vergessen. Will ich das? So, damit kann man Folterknecht erzürnt das Ziel um wiederum. Ne, das ist natürlich auch böse. Das hat mich hier gerade geleuchtet. Richtig. Klar, kommst du vorbei. So. Ja, sag ich doch, habe ich gut erkannt. Gewissheit, was hat denn das für eine Stärke? Hat der Gegner während Schaden genommen? Ah, so rum war das. Das ist cool. Ach so, in einer Sandhose. Naja. Ist nun nicht gerade das Maß aller Dinge, aber muss ich jetzt Itemsperre nehmen? Muss ich jetzt. Nee. Ach mal, das war hier. Bekannte Attacken behalten, Itemsperre nicht erlernen. So. Okay, wir haben Schnösel Arms besiegt. Ja, dieser Kampf, der war unglaublich, ne? Ich spielte Pokémon Schwarz. Und was dann auf einmal passierte, ist unfassbar. Clickbait! Kennt er ja sicherlich schon das ein oder andere Mal. Oh, was für eine Überraschung. Ja, die Achterbahnfahrt hat Spaß gemacht. Hi. Ja, rasant. Und genauso rasant geht es jetzt bei unserem Pokémon-Kampf zur Sache. Es geht rasant zur Sache. Chaka. Warte, ist das eine Frau? Nee. Mit ihm soll es ja nicht rasant zur Sache gehen. Ach, wieder ein Elisabeth. Alles klar. Ich dachte gerade, Mia Maus folgt mir auf Twitch. Das wäre ein bisschen komisch gewesen. Nee, wir sehen nur gerade, dass sie auch live ist. Alles klar. Warte mal, Elisabeth. Ich pack dich erstmal in den Sandgrab. Ach so, du bist schneller. Ja, da hätte ich Gewissheit nehmen sollen. Ja, das wäre ein bisschen besser gewesen. Ich finde, das geilste, wie geht, die geilste Idee war X und Y. Ich wollte erst schreiben, dass du so, dass du sie durchknallen wirst. Nun. Jetzt habe ich nur ein Problem. Ich gehe jetzt mal in das Pokémon-Menü. Es wird bestimmt wieder die Nitro-Ladung anwenden. Bin ich denn rechtens diese Annahme? Dann ist natürlich ein Stahltypen einzuwechseln nicht sehr vorteilhaft. Es könnte sein, dass er diesen Tausch prediktet, aber YOLO. Weil Nitro-Ladung würde jetzt nicht viel abziehen. Ja, schön, er hat es nicht prediktet. Nice. Oder, ach doch, es war ein R. Achso, das habe ich schon gelesen mit dem Knallen. Ja, ist ja voll der Knaller. Ich denke aber mal, du wirst jetzt trotzdem schneller sein, ne? Wirst du wahrscheinlich, aber ich mache trotzdem eine Step-Attacke auf dich. Ach, du Dönerwelle mal wieder. Okay, danach geht's wieder zum Pokémon Center. Aquaknarre, schön, dass du der Paraum. Was? Okay. So, du wirst jetzt wahrscheinlich wieder eine Elektro-Attacke einsetzen, deswegen werde ich auch diesen deinen Zug predikten. Boah, 5 KP, voll viel. Ja, das ist. Das ist natürlich wieder einiges hier. Rage-Moment, ja. Warte, was? Ach so, das ist gar nicht sehr effektiv. Okay. Gut zu wissen. Okay, dann sollte die Lehmschelle aber ordentlich ausreichen. Du machst eine Verfolgung. Ach so, ich bin ja Unlicht. Warte, was war ich für ein Typ? Oder neutralisiert ist das? Ach, ist ja egal. So. Ich denke wieder viel zu viel auf einmal. So. Als nächstes Elisabeth. Nö, ich würde Pokémon nicht wechseln. Auf keinen Fall. Aber um dich ein bisschen zu ärgern, weißt du, was wir da machen werden? Schaufler. So, dann geht jede Attacke erstmal ins Leere. Weil du garantiert kein Erdbeben haben wirst. Und wie viel ziehst du ab? Ich würde sagen, ordentlich. So viel, dass es ausreicht, um das Pokémon zu besiegen. Nice. So, jetzt für Zielfahrreich nehmen wir auch Level 21. Sehr schön. Schöne Stallion. Ja, nach einer Niederlage muss man immer masturbieren, hat er geschrieben.
So, Pro 1617. Wie alt ist er? Meinst du? One shot, one kill. Ja, so ist es. So wie du kämpfst, musst du dich nicht mal vor Camilla verstecken. Ebenso elegant und schön wie sie. Nee, ich bin eleganter. Aber egal wie dicht du bist, denk dran, Goethe war Dichter, ne? Wie alt ist er? 30? Also, wenn die Frage jetzt an mich gerichtet war, dann stimmt das. Ich bin 30, ja? Dann hast du aber gut geraten. Achso, hier muss man ja schon wieder... Oh, diese Warterei. Aber ich muss sagen, man merkt das auch, wenn man schon 30 ist. Man ist einfach keine 18 mehr. Wenn man damals, sag ich mal, bis in der Nacht durchgemacht hat, dann hat man es leichter weggesteckt als heutzutage. Das ist irgendwie... Man merkt das schon. Ist schon was anderes. So. Na dann, komm mal her. Hi uns mal wieder. Danke. Da dürfen wir wieder die ganzen Weichen umstellen. Was ein bisschen umständlich ist, aber... Ja, kann man halt nur mal nichts machen. So, wer ist jetzt noch alles da? Ah, Eggie ist nicht mehr da. Ich glaube, Eggie ist weiter Breath of the Wild spielen. Könnte ich mir zumindest gut vorstellen, wäre ja auch verständlich. Oder es ist ein Anzeigebug in der Viewerliste. Könnte natürlich auch sein. Achso, ein Pro 1617, ich grüße dich erstmal. Ah, so muss es sein, du kommst rein und dann gleich sowas. War das eine Abkürzung da hinten? Nee, ne? Nee, ich glaube, das war nur ein schnellerer Rückweg. Wückreg hätte ich fast gesagt. Irgendwie erinnert mich das Farbschema ein bisschen an Far Cry New... Nee, Blood Dragon? Oder wie das hieß? Eggie, den wievielten Speedrun machst du jetzt? Ja, rein theoretisch hätte man ja die Möglichkeit, es relativ schnell zu besiegen. Also, durchzuspielen, das Spiel. In der Theorie. Kommt hier auch mal was an? Danke. Diese Kapseln sind schon lustig, aber wohin verschwindet das Glas? Das wäre mal eine berechtigte Frage. Nun. Diese Berg- und Talfahrt, die mussten sie unbedingt einfügen. Aber solche Arenen. In echt irgendwie gar nicht realisierbar? Ach, schon wieder eine Trainerin. Na dann. So, aber zuerst musst du an mir vorbei. Ja, gut, ja. Du wirst keine Schande hier rüber. Nee. Ach so, und dann kommt ein Looping. Ach, stimmt. Ja, gut, dass du das sagst. Der war ja auch noch damit enthalten. Kleiner Funfact. Ich konnte als Kind keine Loopings fahren, weil ich mir einfach den Looping, der ja so ähnlich ist wie eine Rückwärtsrolle, nicht vorstellen konnte. Ich konnte mir jetzt einfach nicht vorstellen, wie es ist, den Kopf weiter als bis zu dieser Position zu bringen. Und ja, deswegen konnte ich keine Rückwärtsrolle und kein Looping fahren. Klingt witzig, ist es auch irgendwie. Oh, Verfolgung. Gut, dann wird Gewissheit jetzt ein bisschen was an Schaden dir aufbrummen. Ach, natürlich wirkt die Statik. Ich dachte eigentlich, Statik, naja. Sollte eigentlich mehr abziehen, aber es tut es nicht. Naja. Ach, diese Techniken mal wieder. Dadurch zieht sich die Arena ganz schön, das muss ich ganz ehrlich mal sagen. Dann werden wir hier noch die Attacke ab, das heißt, die trifft doch nicht immer. So, jetzt sind wir schon beim Indikator. Ein halb oder so? So, Gewissheit, das zieht so wenig ab, das ist das Problem. Probieren wir es hier mit Doppelteam. Wir müssen mal in einem Freizeitpark und dann fahren wir Looping-Achtermann. Naja, mittlerweile kann ich das ja fahren. Das war ja nur damals nicht. Also damals ging das bei mir irgendwie nicht, aber jetzt fahre ich Loopings noch und Möcher und Korkenzieher und was weiß ich alles. Also das ist kein Problem. Natürlich triggert die Para gleich zweimal hintereinander, ist ja klar. Falls ihr hier irgendwelche Hintergrundgeräusche hört, dann liegt es echt... Was? Dreimal hintereinander, ey, die Chance liegt bei 50%.
Also, dass das dreimal passiert, ist schon eine Chance von ein halb mal ein halb mal ein halb, also ein Achtel. Oder ein halb hoch drei. So. Da wäre noch mehr Attacken ab, ist klar. Ja, danke für den Crit. Nee, nee. Das müssen wir anders lösen. Pokémon. Wo haben wir dich denn? Hier. Wir machen das Klassenfahrt. Ja, so könnte man es natürlich. Ich bin so blöd. Ich bin so blöd. Natürlich. Ja, Emolga hat die Parahex. Der hat jetzt die Hex rausgeholt, richtig. Na gut. Vor allem, er hat nur ein. Oh, danke. Danke für die schöne Steigerung. Verfolgung, nun. Würdest du auch bitte mal treffen? Okay, jetzt ist er glaube ich schon bei 5 oder so. Ich glaube, jetzt ist er auf dem höchsten bei 6. Also das heißt dann sind wir bei 8 halbe, das heißt das Vierfache oder der Kehrwert ist dann ein Viertel. Eine Chance von 25% zu treffen. Danke. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich noch auf unbestimmte Zeit und dann zieht das nicht mal viel ab, weil es ne. Okay. Willst du jetzt noch meine Genauigkeit senken oder so? Nee, Brava konnte glaube ich Steinwurf, deswegen habe ich es gefangen. Bin mir aber nicht sicher, hab zu lange nicht mehr gespielt. Okay. Gut. Wir machen jetzt nochmal den Clownwetzer. Was du kannst, das kann ich auch. So. Angriff steigt. Genau. Ach ja, stimmt. Da steigt ja auch meine Genauigkeit. Ja. Yeah. Gut, dann fahre ich jetzt ins Setup. Dann. Ja, ne? Dann kriegt das jetzt hier die volle Dröhnung ab. So. Ich bin jetzt, glaube ich, dreifach geboostet oder so. Sollte vielleicht mal noch einen Trank anwenden. Weil wenn jetzt ein Crit kommt, wird es schon deutlich enger. Obwohl, warte mal, er hat jetzt nicht so viel abgezogen. Doch einen könnte ich noch überstehen. Aber man weiß ja nicht, wenn er jetzt die YOLO-Swag-Attacke rausholt. KP und so weiter, Erholung. Ja, sollte ausreichen. Hier für dich. Tafelwasser. Halt, stopp. Jetzt sterbe ich nicht. Genau, jetzt sterbe ich nicht, so ist es. Okay, jetzt aber, ja. Metallklaue, Flieg und Sieg. Nachdem wir die Verfolgung abgefangen haben. Ba-ba. So, weg bist du, danke. Schön, dass wir drüber gesprochen haben. Bloß gut, dass ich die Heilung geholt habe. Ich habe verloren, aber ich denke, noch genug Potenzial, um besser zu werden und so weiter. 8000 Poké-Dollar. So, es war eine Ehre, gegen so einen stolzen und starken Trainer wie dich anzutreten. Yay. So, dann geht's erstmal weiter. Ach ja, der Looping. Und da sind wir auch schon bei der Arena-Leiterin. So ist es. Ah, Pokémon. Ich sollte vielleicht erstmal ein Item... Nee, warte. Das kann ich hier ja nicht benutzen. Mach diese Komfort-Features aus den neueren Generationen. Wie es halt so ist. So, hier haben wir nichts, da auch nicht. Beleber. So, und da brauchen wir nur noch ein paar Tafelwasser. Und dann sollte das funktionieren. Benzin hat die Lady geknallt, Kappa. Nun. Das lassen wir jetzt mal so unkommentiert stehen. Der Genießer schweigt. Das wissen wir ja. Wo war ich denn stehen geblieben? Ich habe nur noch einen Waffeltasser. Ja, das habe ich mit Absicht gesagt. Ach, egal, wird schon reichen. YOLO!
So, wollen wir oder wollen wir? Wir wollen erstmal abspeichern. Sehe ich das richtig? Das sehe ich sogar goldrichtig. Also her damit. Wie hatte ich hier damals mich benannt? Franny? Kann das sein? Ach, diese Speichervorgänge. Die brauchen so ewig hier. Also, na, dreht sich bei dir bei der rasanten Fahrt schon alles im Kock? Vielleicht werden dich meine geliebten Pokémon richtig schwindelig machen. So, Camilla. Die sah, glaube ich, auch nicht schlecht aus, oder? Gucken wir mal. Sie hat auf jeden Fall eine Leggings an. Oder nee, eine Strumpfhose ist das. Tafelwasser ist doch richtig, oder? Ja, was sollte daran falsch sein? Ah, 29 KP ist nicht gerade so viel. Ah, gucken wir mal. Ah, ja, Ero. Ass! Alter Verwalter! Okay. Du willst es auf die harte Tour. Du willst es wirklich hart, ja? Du willst es so richtig hart. Gut. Dann kriegst du es richtig hart. So, dann fahren wir jetzt ein Setup. Och, wie niedlich. Wir fahren jetzt ein Setup. Clownwetzer. Friends Team klärt, Kappa. So ist es. So, Genauigkeit wird gesteigert und der Angriff um eine Stufe. Tauschen wäre irgendwie sinnlos. So, Clownwetzer. Fliegen wir ein Sigma? Ja, Aero, es hat Treffergarantie und es zieht wahnsinnig viel ab, verdammt. Sie setzt sofort ihr Ass ein, Badums. warte mal. Wenn jetzt kein Crit kommt, wovon ich erstmal ausgehe. Davon bin ich mal richtig rausgegangen, sehr gut. Können wir jetzt einen anderen Trunk noch einsetzen. Jetzt habe ich nämlich ein Setup auf plus 3 in Angriff und Genauigkeit. Heißt also, KP, Limonade, wie viel fühlst du auf? Reicht, nehmen wir. So, Just Reni, bitteschön. Ja gut, setz sofort ihr Ass ein. So, Eroas, wie viel ziehst du ab? 16. Okay. Wir müssen nochmal einkassieren. Gut, selbst wenn jetzt ein Crit bei rumkommt, dann zieht das 32 ab. Selbst das überlebe ich. 32? Eine sehr gute Frauengröße. Okay, jetzt habe ich plus 3. Nee, ich habe so ein bisschen... Ach, ist ja auch egal. Metallklaue. Komm, der Crit, der... Okay. Ah, verdammt. Okay. Wir haben da ein kleines Problem. Beute erstmal. Jetzt müssen wir hier ein bisschen rumtricksen. Nein. Das wäre ein bisschen zu viel. Super Trank, damit können wir auch leben. Ja, haben wir wieder volle KP. Und diese Limonade war wichtig. Nein. So, dann Metallklaue, Flieg und Sieg. Wenn wir denn keine Para bekommen oder ähnliches, sehr schön. Ich weiß nicht, die fünfte Gen, da muss man echt ein bisschen rumtricksen hier. Ich habe jetzt allerdings auch nicht auf den Level geachtet. Mal wieder ein Emolga. Hallo Emolga. Nein, ich werde trotzdem noch im Kampf bleiben. Ja gut, Level 25. Ein Setup will ich noch, erstmal noch weiter. Einschlag werden wir auf jeden Fall nicht überstehen. Danke. Ganzes Setup für einen Eimer gewesen. Warum bin ich nicht gleich auf die grandiose Idee gekommen, einfach mal ein Elesaber einzuwechseln? Es ist immerhin Elektroflug.
zieht das so viel ab? Warum? Ich merke gerade... Nun. Emolga auf Steroide. Ich überlebe einen One-Hit und dann Volltreffer, ja? Genau diese schönen Momente, die gibt es. Wir setzen erstmal einen Beleber ein. So, Just Reni, du musst mal wieder zurückkommen. Ruckzucki. Nun. Hi. Das ist schon ein bisschen blöd. Gut. Dann machen wir das eben anders. Dann machen wir das jetzt auf die andere Tour, wenn du das so unbedingt haben willst. Wir nehmen nämlich erstmal die Egelsamen. Och nee. Nitro-Ladung, wie könnte ich die denn vergessen? Ich überlebe einen Crit? Einen sehr effektiven Crit? What the fuck? Ich will ja nichts sagen, aber irgendwie... Gut. Heute, wir brauchen noch mal ein paar Tränke. Sehe ich das richtig? Goldrichtig sogar. Wir müssen jetzt hier irgendwie ein bisschen rumtricksen. So, Master Joe. Wir brauchen dich erstmal. Ja, Ruckzuckieb ist... Das hat auch Hex, ja. Nur leider keine Umkehrung. Leider. Nun gut. So, Bedroher, das sollte deinen Angriff zumindest erstmal abschwächen um eine Stufe. Das heißt, jetzt machst du nur noch zwei Drittel des Schadens. Sandgrab. Die RTL Nitro-Ladung. Hey, Nightmare2774. Ich grüße dich. Freue mich natürlich auch, dass du bei ja, Pokémon Schwarz mit dabei bist. Wo man sieht, dass die Edition ein bisschen schwieriger ist, als man es gerne hätte. So, warte mal, wie viele KP bekomme ich jetzt dazu? 35? Ich sollte eigentlich... Warte mal, wollen wir... Ja, obwohl das Treuen, das bringt nicht viel. Aber warte mal, du wirst schneller sein. Gewissheit, Flieg und Sieg. Ja, Nitro-Ladung, könnte wehtun. Hab's aber überstanden. Kein Burn? Sehr schön. Was? Wieso ist Gewissheit so eine schwache Attacke? Ich will ja nichts sagen, aber... Nun, wartet mal. Teamo, hältst du das aus? Nee, warte. Nitro-Ladung. Komm, ich weiß, es muss funktionieren. Du wirst Nitro-Ladung einsetzen. Ach nein. Es gibt ja noch sowas wie einen Hypertrank, stimmt. Ich habe damals ein wenig übertrieben mit dem Leveln. In der vierten Arena hatte ich Pokémon auf Level 34. Ja gut. So, was soll jetzt für Thief tun? Ich habe nicht sonderlich viel über, aber vielleicht kann ich ja jetzt was predikten. Ich wechsle mal das Pokémon aus. So. In der Hoffnung. Da bin ich jetzt wirklich der Hoffnung. Da hast du eine Elektroattacke. Ja, sehr gut. Ich habe dich predicted. Nice. Jetzt habe ich schon mal mehr als die Hälfte an KP wieder, was mir auch sehr zusagt. Schaufler. Hast du
Also ich habe darin nicht trainiert. So, ich vergrab mich erstmal unter der Erde. Und wehe, du wechselst das Pokémon aus. Danke. Okay, was lange währt, wird endlich gut. Jetzt haben wir ja nur noch in Anführungsstrichen dieses nervige Emolga. So, Justrini erreicht schon mal ein bisschen was. Das ist gut. Schlitzer? Ja, da gucken wir mal. Eine Attacke vergessen. Lebensschelle könnte eigentlich weg. Schlitzer hat eine hohe Volltrefferquote. Und ich habe einen guten Movepool dann. Gegen wilde Ohr doch. Boah, das ist übel. Bestes EP-Training oder Farming. Oh ja, da hast du recht. Ja, zur Zief hat sie es auch verdient. Sehr schön. Siedewasser, das gab's hier schon? Ja, na unbedingt. Eine Attacke vergessen. 80er Stärke mit eventuell Burn. Burn, Baby, Burn und so. Ah, komm hier. Das Pokémon wird bespritzt. Nun. Siedewasser, stimmt, das war ja schon eine Gen 5 Attacke. Mir kam das immer wie eine Gen 6 Attacke vor. Aber okay. Emolga, ohne einen spannenden Showdown kann es auch keinen und so weiter geben. So, ich könnte rein theoretisch noch ein Setup fahren, aber ich packe jetzt einfach mal den Schlitzer aus. Oh, das zieht sau viel ab. Okay, der Schlitzer hat schon mal nichts gebracht, Pokémon. Es greift physisch an. Wir müssen mal ganz kurz... Doch, das müssen wir machen, das ist ja keine Nuzlocke. Emolga soll verbrennen. Wäre auch eine Idee, das stimmt. Aber ich werde jetzt mal ganz kurz Meister Show eintauschen. Ich habe damit nämlich folgendes Ziel. Der Angriff wird um eine Stufe gesenkt. Ja, trotzdem wurde Meister Show besiegt. Das ist kalkuliertes Risiko. Ich mache jetzt mal was komplett Verrücktes. Ich mache jetzt mal wirklich was richtig Verrücktes. Wir drücken mal dem guten Pokémon den Herzstempel auf, wenn wir dazu kommen. Voltwechsel ist zum Glück nicht sonderlich stark. Was? Trotz, dass es nur noch zwei Drittel des Schadens fährt? Okay. Ich will ja nichts sagen. Aber hier wäre mal ein Hypertrank angedacht, danke. Ja, ich dachte wenigstens auch, dass es das übersteht, aber nein. Ich habe den Angriff schon mal um eine Stufe gesenkt, hallo? Schlitzer, komm, flieg. Das. Was? Voltwechsel speziell? Ja, okay, dann habe ich die Stärke irgendwie verwechselt. Naja, ist egal. Wir haben sie besiegt, die Camilla. Wollte ich nur aus der Fassung bringen, aber naja, du warst gelähmt und so weiter. Nun. Ja, aber die fünfte Gen, die ist nicht gerade die einfachste, das stimmt. Na, ich bin weg von deinem Kampf hin und weg und du bist wirklich ein toller Trainer. Ich bin beeindruckt. Hier, denn den hast du dir verdient. Yay, Orden Nummer 4. Und down, nice. Ja, so ist es. Einmal unsere Schatulle auf. Und Orden Nummer 4 hinein. So, er hält den Void-Orden von Camilla. Zusammen mit den Void-Orden. Hast du jetzt 4 Orden? Das heißt, Pokémon bis Level 50 hören auf dein Kommando. Ach ja, das hier ist meine erklärte Lieblingsattacke. Probier sie doch mal aus. Oh mein Gott, schwarz-weiß. Ja? Hallo, Tobi 478. Ja, also ich spiele Pokémon schwarz. Voidwechsel. Ja, das Ganze bringt natürlich nichts, wenn du nur einen Pokémon kämpfst. Als nächstes nach Maria City, ja? Da gibt es schließlich auch eine Arena.
Oh, aber da kommt man ja gar nicht hin. Keine Bange, ich werde dafür sorgen, dass deine Reise weitergehen kann. Warte auf Route 5 auf mich. Okay. So, war ich jetzt eingestellt? Oh, wenn das mal die Deutsche Bahn wäre. Ja, oder die alten Zeiten. Das stimmt. Aber okay, wir haben die Arena irgendwie doch noch geschafft. Das ist ja schon mal viel wert. Also wie gesagt, in der 5. Gen den Nuzlocke machen ist noch verrückter. Weil es die 5. Gen ganz schön in sich hat. So. Einmal rein hier. Pokémon heilen und dann schauen wir mal. Aktualisiert sich eigentlich der untere Bildschirm hier? Ich glaube, das konnte ich auch irgendwie deaktivieren, oder? Ja, vielen Dank, die Pokémon sind wieder fit und sowas.